Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Geometrie Dash Video. Wir probieren heute ein kleines bisschen Nine Circles und eigentlich war jetzt meine Frage zu diesem Video oder in diesem Video, ob ich Nine Circles streamen soll. Weil, wie ihr seht, 52% habe ich drauf und Nine Circles ist eins der berühmtesten Demons. Und ja, dann wollte ich halt einfach mal, könnt ihr in den Kommentaren sozusagen abstimmen, irgendwie mit ja klar oder halt einfach nein. Ob ihr es cool fändet, würde ich einen Stream über Nine Circles machen. Weil, da würdet ihr mich erstens failen sehen. Und zweitens, es wäre halt extrem lustig, weil ich halt nicht mehr so richtig im Spiel drin bin, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt zum Beispiel vergessen, was da kommt, aber ich glaube, ich weiß es noch. Also, könnt ihr gerne in den Kommentaren abstimmen. Was ist? Ja, abstimmen. Ist abstimmen. Also ihr könnt einfach mal dann in die Kommentare schreiben Hashtag ja oder Hashtag nein. Zu den Nine Circles Level. Ob ich das mal streamen soll. Also wirklich so aktiv eine Stunde einfach nur Nine Circles spielen soll. So. Weil so richtig Bock dazu. Mal schauen. Ja, moin. Also wenn ich würde mal sagen, die Abstimmung geht bis in 2 Tagen. In 2 Tagen wird abgestimmt. Dann gucke ich mir das Feedback an, ob das Video überhaupt gut angekommen ist, zum Beispiel Aufrufe jetzt meine ich so und Likes und so. Und ich gucke mal natürlich dann die Kommentare an in 2 Tagen. Das heißt, welchen Tag haben wir? Heute ist Montag. Ich gucke Mittwochabend beziehungsweise Mittwoch, ob viele für ja oder halt auch für nein gestimmt haben. Und die meisten Stimmen, wer die meisten Stimmen hat, natürlich der gewinnt halt. Und dann werde ich Donnerstag oder Freitag einen Stream raushauen, Nine Circles. Also wer Bock hat, mich failen zu sehen in Nine Circles, der schreibt unter dieses Video Hashtag ja. Und wer einfach keinen Bock hat, keine Ahnung, warum man nein schreiben sollte, aber wer keinen Bock hat, der schreibt einfach mal nein. Kann ja auch sein, dass irgendwie ein paar andere Lust haben kann, dass ich anderes Level spiele. Weiß nicht, was für ein Level, aber vielleicht hat irgendwie Bock, dass ich Hyptonic Travel spiele. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wollte ich dir das erstmal gesagt haben in dem Video, dass ihr mir auf jeden Fall reinschreiben sollt, ob ich es spielen soll oder nicht, weil ich bin mir selber nicht sicher, ob ich es überhaupt spielen, ob ich es schaffen würde oder ob ich es spielen kann, wisst ihr? Deswegen frage ich einfach mal euch, probiere ich das mal ein, zwei Streams davon, wenn ihr dann alle ja stimmt und ja, dann würde ich sagen, war es mit dem kleinen Video. Dann sehen wir uns vielleicht am Donnerstag oder Freitag im Stream. Ciao.